liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, Let's Go Evoli. Und da oben ist ein Poretta, was wir noch gar nicht haben, auf jeden Fall. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall noch fangen. Ah, komm her. Wir wollten eigentlich heute die Route 13 machen, fangen aber mit einem neuen Pokémon an, was wir uns noch fangen müssen. Ah, scheiße, wir fangen jetzt zwei. Weg, doch. Moment. So. Ach, kein neuer Wurf, okay, egal. Jetzt reicht aber trotzdem, um dieses Poretta einzusacken. So. In der letzten Folge haben wir Totigaria Relaxo gefangen und haben die Route 12 abgearbeitet. Ja. Tauboga und so, die brauchen wir alle nicht. Die haben wir schon. Sehr gut, dann haben wir schon mal wieder zwei neue Pokémon in der, im Sack. Aus Team Entfernen. Und aus Team Entfernen. Wir haben andere Pokémon noch als Ideen, die wir uns mitnehmen wollen. Gut, Runde 13 ist als nächstes das Ziel. Und das Ziel ist jetzt hier. Okay, ihr wollt also zu zweit kämpfen. Okay. Für ein Kind kämpfe ich gut, hat mir mal jemand gesagt. Technikerin Janka. Keine Probleme. Okay. Ja, die Route ist hier ein bisschen was länger. Hier sind einige Trainer, die auf jeden Fall warten, zu besiegt zu werden. Ich hoffe, dass wir alle auf einmal kommen und dann kommen wir vielleicht sogar schon in der nächsten Folge mit der nächsten. Sind wir nächste, in dieser Folge noch? Facebook wahrscheinlich ja nächste Folge in der nächsten Stadt. Aua. Das ist so, Scheiß. So, und tschüss. Garia. Gut, dann kann Muldona noch am besten. So. Dann geht's auf Flammenwurf. Und das mit Regaria ist mal aber sowas von K.O., oder? Ja, das Level 34 für Bellona. Halt, hier ist noch ein Trainer. Ich habe meinem Pokémon einen Flottbonbon gegeben. Ja, steigert die Initiative. Kemper Quentin. Das ist ein Sonder. Das ist natürlich jetzt alles andere als ideal mit Raichu, da definitiv falls sie gehen. Ah, mir fehlen halt wie gesagt immer noch die passenden Pokémon, das muss ich euch schon mal sagen. Aber wie gesagt, das wird sich hoffentlich bald ändern. Ich hoffe, dass wir es in der übernächsten Folge auf die Reihe kriegen. Oh oh. War klar, du warst nicht groß auf Raichu gehen. Ja, Evoli ist halt nicht mehr so einfach zu besiegen. Ich versuche mit 37 und wir gehen mit Blutsauger rein und holen jetzt erstmal die ganzen KP zurück. Blutsauger sehen wie ein Mega-Dauger. Right, Typ Wasser. Wie gesagt, bekommt ihr im Pokémon Center in Prismania City, wenn ihr das erste, wenn ihr dann das erste Mal in die Stadt reingeht, dann müsst ihr den Typen hinten rechts anquatschen und der hat euch, glaube ich, 6 Attacken noch dabei. Der hat auch Pulsier-Aura oder Puls-Aura oder wie das heißt. Ich glaube, unser Dame. Und ja, Quellzone hat er noch drin, die ich zeige hier. Hier, Pulsier-Aura, Psycho, Typ Psycho, Quellzone, Typ Unlicht. Und dann hat er auch, glaube ich, einen für Elektro und noch einen. Ich glaube, Feuer bestimmt noch. So, warst du da komplett down? Jawoll. Ja. Dankeschön, Nevoli. Und dann kriegst du nochmal die Pulsier-Aura hinterher, mein Freund. Du willst Pulsierer und Quellzone bauen quasi ein Lichtschild und einmal Reflektor auf. Lichtschild für die Pulsier-Aura und für Quellzone dann den Reflektor. Quasi. Okay. Gut. Dann aber die beiden Open-Sieg da oben so. Ach, da sind noch einige Trainer. Okay. Burger. Ah, gut.
Dann kümmern wir uns mal um die Schönheit. Und ich setze mal Evoli nach vorne. Hab ich da gerade ein bisschen Bock drauf. So, okay. Ob ich gegen dich kämpfen möchte? Aber natürlich. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt Route 13, diese Küstenweg Richtung Fuxania City. Also da war dann auch schon der nächste Orden, aber den werden wir... Oh, schon mehrere. Der ja erwartet uns dann auch irgendwann in der Zukunft. Also das ist jetzt noch kein Muss. Chanera ist so komisch zäh. Aua! Mein Gott. Ja, Chanera ist so ein absolut zähes Pokémon, definitiv. Ich weiß gar nicht, was so ein Typ Fee ist. Oh nein, bitte nicht. Nein, nein. Ich bin ein scheiß Komprimator, hau ab mit der Scheiße. Fast sogar komplett. Du Schaufler fast komplett down gekriegt. Also Chanera, wenn es auf Level 100 ist, glaube ich, über 600 KP. Also das Viech ist so fies unnötig. Was heißt fies unnötig? Das ist zäh. Ah, scheiße. Du kannst auch nicht anders, ne? Also viele Pokémon, die genau sich damit wehren. Sag mal noch mit dem... Ah, hör auf damit! Ja, Eibuli, mein Freund. Nein! Nein, ist zäh. Oh, ich hasse so ein Pokémon. Einfach nicht mal nicht sterben. Wir haben einfach keinen Bock da drauf. Ich will nicht sterben. Nee, nee, nee. Dafür tut alles. Die ziehen einfach quasi. Die ziehen einfach den Kampf so übelst in die Länge. Ja, das will nicht. Das hat keine Lust. Bei dem wohl ist genauso eigentlich tatsächlich. Ich komme jetzt her. Ja, dann hasse ich gerade sehr. Okay. Das Viech. Also, zumindest hat sich ein bisschen Schaden zugefügt. Hör mal auf mit dem. Treff mal Evoli. Evoli hat 120 KP, aber. Jetzt. Tschüss. Mein Gott. Warum soll man sich einfach mal ein paar Runden vorher? Gut, dann ist es Chanera down. Und gibt uns 1400 Erfahrungspunkte. Boah, sehr schön. Gut, dann machen wir das erledigt, diese Astrainerin. Die gab gerade. Ach, das ist Lutridaria, okay. Die hatten wir ja. Warte mal, ich mach mich um. Da ist noch ein Käfersammler, den heißt, wir werden auf jeden Fall uns dieses holen. Der hat bestimmt ein paar Käfer-Pokémon, das heißt, wir tauschen mal von Evoli auf Voldona. Wow, deine Orden sind super cool. So, okay. Käfer, Sammler, Peter mit dem Sichlor. Sichlor haben wir auch noch nicht gesehen. Schweige denn als gefangen. So, dann kriegst du. Na klar, es ist schön. Oh ja, gut, der Schlitzer ist eine hohe Volltrefferquote. Kann ich da Hose die wieder ersetzen? Schade. Ich hätte gerne noch eine Runde wieder hergesetzt. Damit das wohl nur mal kurz in sich verblendet, aber das macht auch so. Und dann hast du bestimmt noch einen Pinsi oder so. Pinsi würde mich jetzt tatsächlich nicht wundern. Ja, ich habe einen Pinsi noch dabei. Du bekommst ja auch nur Editionsabhängig die beiden. Fehlt mit seinem Überroller. Und damit verliert das den Kampf. Ja, zwei gar nicht mal so schlechte Pokémon. Mit denen hätte ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Ich hätte jetzt mit einem Libo oder sowas gerechnet in der Richtung. Aber dass er dann mit Sicher und Pinsi kommt, das überrascht mich das Spiel auch manchmal ein bisschen. Irgendwo erreichen wir uns Level 38 mittlerweile schon. Also noch zwei Level, da habe ich mal wieder den nächsten 10er Schnitt. So. Hängt ein bisschen zurück, das ist klar. So, haben wir noch irgendwie was, womit wir es jetzt ein bisschen hochpushen könnten? Bonbonglas, Stärke Bonbon, ja. Erhöht den Angriff eines Pokémon. Reitschuh.
Evoli braucht 6 Stück davon. So, dann haben wir das auch. Ja, der Donnerschlag wird dadurch nochmal eine Ecke stärker. So, dann haben wir hier noch eine Schönheit. Möchtest du deine Pokémon gegen meinen antreten lassen? Ja, klar, warum nicht? Sorry. Schönheit Silvia mit 2 Pokémon und zwar einem. Ups, Evoli. Aber der Evoli sieht nicht so cool aus wie meins. So. Oh, das Evoli. Ja, aber es steckt ein bisschen was weg. Ich sage, Evoli ist gar nicht mal so schlecht. Eigentlich ist Evoli nicht so gut. Leider als Basis-Pokémon, also die Weiterentwicklung wäre natürlich sinnvoller gewesen. Aber das können wir halt nicht lenken. Evoli möchte sich nicht entwickeln. So, dieses Evoli ist schon mal down. Jetzt war das ein Faustmutter. Okay. Evoli kriegt kann der allerdings, ne? Doppelkick. Ja. So. So, dann gehen wir drauf mit Doppelkick. Aber dieses Gewidikett ist schneller. Und erstmal mit Schlitzer rein. Noch eine brauchst du auf jeden Fall. Du bist aber noch eine. Keine Sorge, Gewidikett. Hier geht keiner leer aus. Weggespielt. So. So, bitte. So. Schon vorbei? Ja. Gut, dann haben wir hier oben noch einen Trainer. Vogel-Pokémon sind mein Spezialgebiet. Oh. Ich bringe jetzt mal bitte keinen ziemlich sicheren Spruch, weil eigentlich hätte ich gedacht, könnte ich jetzt auch einen Spruch reinbringen. Aber, nein, oh, ist ein Typ. Okay, ich komme dann trotzdem. Okay, ich dachte, dann wieder lesen. Deswegen wollte ich den jetzt eigentlich nicht bringen. Aber es ist ein Typ. Ein etwas langhaariger Typ, aber es soll auch vorkommen. Gut, es hat jedenfalls. Oder er hat einen Dodi. Dodi-Pokémon kann noch nicht kennen. Was wir dann später noch gefangen bekommen, hoffentlich. So. Er setzt jedenfalls erstmal Agilität an, um seine Kini so ein bisschen zu steigern. Ja, wohl nur noch gefällt mir von Level kann noch nicht so. Aber gut. Ich tausche was noch einmal aus. Ich glaube, ich habe noch ein anderes Pokémon. Ich will auch nicht hören, was wir vielleicht kriegen können. Müssen wir mal gucken. So, wir fangen Tauburga jetzt. Und damit ist Reich schon die bessere Wahl als Bulldozer. Also, wir machen das hier okay aus. Also, ich muss mal meinen Pokémon zurück. So, dann haben wir jetzt noch einen Donnerschlag hinterher. Oh ja. Er hat gesessen. Sag ich Steckerbonbon, ne? Die bringen noch ein bisschen was dazu. So, was haben wir hier oben noch? Jedenfalls noch ein Ass-Trainer. Und ein Porenta. Ich habe hier doch irgendwo noch ein Item gesehen. Ja, hier hinten ist noch eins. Haltfläche in AP Plus. Ja, warum nicht? Es lohnt sich manchmal auch durchzugucken, obwohl das AP Plus jetzt nicht so immens wichtig ist. Aber oh, den Trainer hier nehme ich doch mit. Hier sollte uns niemand sehen können. Na los, kämpfe gegen mich. Okay, okay. Astrainer Malte. Mit 3 Pokémon und der fängt an mit dem Georot. Okay, Georot, da bringt wohl oder überhaupt gar nichts. Das heißt, irgendwie wird die sichere Wahl sein. Wenn er das Viech das möchte. Ja, Evoli ist die einzige vernünftige Wahl, weil ist das einzige Pokémon, was die Wasserattacke noch hat. Mann, ist doch mal hier. Ja. Nicht mein nächstes. Das ist jetzt FP, mein gut, dann wurde es gerade nicht und ich hoffe, dass wir jetzt haben und die King oder so. Das verstärkt nämlich dann FP nochmal. Der ist 39. Oh Gott, Mutter. Okay, ich muss HP einsetzen. So, damit ist links wieder voll. Also, ne, wohl 60. Ja, ne, 40 auch. Oder geht's aus? Irgendwas kann das tatsächlich komplett aus? Ja, nein, ein KP fehlt noch.
So, Magneton. Ja, Magneton ist natürlich klar. Mit dem Typen Stahl und Elektro sollte eine Bodenattacke sehr sinnvoll sein. Oh, das ist cool. Nein! Falsche Attacke! Ah, das war blöd. Das war unnötig. Weil ich wollte auf Schaufler gehen und bin einen zu hoch gerutscht. Einer ist weit runter, dann fliegt der wieder oben von vorne. Gut, dann kriegst du jetzt nochmal einen drauf. Und zwar. Ich weiß gar nicht, was noch jetzt ist. So, das Magneton ist zumindest mal Geschichte. Ein Polo. Kann nur Quellzone oder so, oder Pulsier-Aura sein. Ja, Evoli ist tatsächlich jetzt irgendwo so ein bisschen mein Allrounder, weil. Ich habe noch nicht die passenden Pokémon, mir fehlen noch zwei Stück insgesamt. Und Eis hoffe ich, dass ich das bald bekomme. Dass ich das damit dann haben wir zumindest mal weiteren Typ abgedeckt. So, Quellzone drauf. Ist jetzt ehrlich rein. Sieht mal Angriff damit zu drin. Da! Komm, Evoli, bring die Scheiße, mach die Verbrennung. Ja, komm, super. Da kriegst du diese Attacke da drauf. Das reicht nicht, okay? Dann kriegst du jetzt noch eine Attacke drauf. Findest du Aura? Aber dafür gibt es jetzt nochmal die Pulsier-Aura hinterher. Und damit war's das. Bei Polo ist Level 40, also langsam wenn die, zieht der Gegner komplett an. Aber das ist gut. Das ist eine starke Herausforderung, definitiv. So, der Astrainer ist besiegt. So, ich muss also mal irgendwie mein Team jetzt noch heilen. Und zwar vor allem an Evoli. Medizintasche. Ich habe noch ein paar Überheiler. Gott sei Dank. Moment. So. Schade, kannst du keinen Trainer hier haben, der irgendwie mal ein bisschen uns heilt. Oder so. Ich hätte fast erwartet, wenn wir die lange Route, weil wir haben ja ewig lange Route. Oh, ich kein... Scheiße, ich habe keine Tränke mehr. Ich brauche dringend. So, Elixier. Evoli. So, erstmal die kompletten Pokémon wieder ein bisschen heilen. So, du bist ein Vogeltrainer, den ich habe mal eben schon besiegt. Und dann haben wir hier noch einen Trainer. Ausgeschlossen, dass ich bei diesem günstigen Wind den kürzeren ziehe. Das ist auch ein Item. Das werde ich aber dann wirklich schon alle Trainer haben. Camper Joschka. Mit einem Fukano. Ja, ich muss mich nochmal davon rausnehmen. Und nur das ist jetzt gerade nicht so die richtige Wahl, weil es kann nicht so die wirkliche Attacke nicht brauchen. Dann geht's auf Nidoking. Inertia. Ja, da geht's mal auf Schaufler. Vulcano ist down, jawohl. So, der hat noch Nidorino, damit kann ich auch drin bleiben. Ich wollte Hornattacke ansetzen, das trifft es aber nicht, wenn ich in der Erde bin. So, geht damit. So, der Camper ist besiegt und ich weiß noch nicht, ob wir wirklich alle Trainer unten haben. Lass mal das Item hier mitnehmen. Ein lieber Heiler. Okay. Ist die schon besiegt da unten, die Schönheit? Ja. Die habe ich schon besiegt, ich habe ihn auch schon besiegt.
Das heißt, der Punker, der da fehlt noch. Und dann müsste es eigentlich nur ein Trainer sein, ja? Ja, 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 ja. Guck mal, wie wir haben 20 Minuten schon. Oh. Ja, dann haben wir doch noch nicht in der nächsten Folge nicht statt. Ja, das ist halt manchmal so. Ich nehme noch den Trainer da unten mit, den Punker da. Was hast du so doof? Ein Punker Andi mit einem Golbat. Warum ich auch nicht nur noch Vulnona da vorne habe. Das ist schon so. Okay, da eigentlich Raichu jetzt tatsächlich die beste, noch die bessere Wahl wäre. Gut, Vulnona und Raichu, die fallen dann vom Level ein bisschen zurück, ne? Wenn ich ehrlich bin, die setze ich nicht so häufig an. Aber gut, das ist halt manchmal so. Wenn sie noch ihre Möglichkeiten bekommen. Wobei Arena beide haben ihre Arena-Einsätze schon bekommen. Also Raichu als Evoli. Als Pikachu noch bei Misty. Vulnona hat es ja bei Erika reißen dürfen. So, damit ist dieses Golbat schon mal Geschichte. Zack, Getriebeschaden. So. Da oben ist noch einer, ne? Och, da sind noch mehr Trainer. Ach, ja, gut, okay. Ja, ja, wir machen sie eh alle. Weil mit Route 14 machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Aber erstmal hole ich mir diesen Trainer hier. Im Einkaufszentrum von Pasmania City kann man TMs kaufen. Benutzt ihr die manchmal? Ja, habe ich. Habe ich schon. So, kennt man Vincent. Und Samara, okay. Machen wir was anderes. Es ist immer gut, dass man auch hier ein bisschen Abwechslung gerade reinbekommt, dass man zumindest die Einträge langsam bekommt. Ja, ich will immer die eigentlich gegen die Seite weiter zu kämpfen lassen. Deswegen setze ich jetzt das Video Kick und Schaufler. Da brauche ich ein paar Steinhagel oder so. Aber mit Schaufler soll es auch eigentlich tun. So, dann gehen wir mal runter in die Erde. Oh, was wollte dieses Flammer? Feuerwürfel wird es ansetzen, okay. Das Video Kick hat Level 38. Oh, schön. Aber mit Volltreffer. Ohne Volltreffer. Samara geordnet. Level 38 jetzt für Lido, okay? Raichu Level 36, sehr schön. So, ein Mist. So, Team. Und bewegen. Mal rüber. Ich weiß, dass Raichu ein bisschen angeschlagen ist. Das ist bestimmt immer noch was. Geht nicht weiter. So, ich weiß nicht, ob wir dann tatsächlich schon alle haben, weil ich vermute, dass wir hier um und Trainer mal sehen haben. Den haben wir noch schon auf jeden Fall abgearbeitet, der hat das ein bisschen blöd angemacht. Und haben wir wirklich schon alle besiegt? Ich erinnere mich jetzt gerade. Scheinbar. Gut, dann fehlt es noch der Trainer hier unten, dann haben wir es. Um starke Pokémon heranzutrainieren, muss man die mit TS mächtige Attacken beibringen. Ja, jetzt habe ich mal auch gewechselt vorne. Ich habe Raichu nach vorne gezogen. Und es ist tatsächlich gegen Anton jetzt gerade die richtige Wahl gewesen. Gut, dann muss ich nicht wechseln und ja. Und ich glaube, mit dem Donnerschlag sollte das auch nicht das große Problem werden. Nö, aber hallo. So, jetzt ein Top. Aber gegen Diktri. Oh, oh, bitte nicht. Nicht schon wieder. Evoli, schnell. Oh, bitte nicht schon wieder gegen so einen Diktri. Das war mit Erdbeben quasi mein komplettes Team einen kurz weg. Und ich weiß, dass ich auch mindestens drei anfällige Stellen für Bodenattacken habe. Mit Raichu, mit Bulola und mit Lido King. Ich weiß es. Ich weiß es. So, jetzt geht's mit dem Glücksauger. Haben wir eine KP und fast reicht das sogar komplett, um sie zu nehmen. Das gibt auf jeden Fall gute Erfahrung. Oh, gute. Ah, scheiße, ich habe keine Links. Der Rucksack-Keep. Ah, ich hatte gerade gedacht, es reicht für den Rucksack-Keep, aber. Das wäre schon ein Daumen gewesen. Jetzt muss ich auch irgendwas machen kann, ne? Überlegt kriegt jetzt noch ein paar KP. Reicht aber wahrscheinlich nicht, um vorher aufzuladen. Nein. Und dann 8 oder so, das kommt doch am Ende. So, aber jeweils ist dieses Siegtrain nicht so nervig wie
mit 7. Das liegt nicht so nervig wie das damals von dem Asmiller. Boah, gehen wir mal auf den Nüsse mit diesem scheiß Erdbeben. Überall nur getroffen. Ein multi-dicker Hund. So, ich gucke mal gerade hier, ob ich noch irgendwas habe. Ja, okay, gut. Und dann geht's in der nächsten Folge, liebe Leute, weiter mit der Route 14. Wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall und ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet. Bis dann und tschüss.